Hey Leute, ich bin's wieder, euer Matthias von billiger.de und heute stelle ich euch das Babyphone von Philips vor. Die genaue Produktbeschreibung und Bezeichnung ist SCD-252. Hier haben wir das Gerät auch schon vor uns. Hier sehen wir es abgebildet. Hier sehen wir auch nochmal ein paar Hinweise, ein paar Bilder. Hier hinten sehen wir auch nochmal, welche Funktion es hat. Und hier sehen wir nochmal genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Wollen wir das Gerät einmal auspacken? Kommt jetzt hier schon mal ein wichtiger Hinweis entgegen. Okay, wir sollen uns die Hinweise vor dem Gebrauch alle durchlesen. Machen wir ja immer. Gut, hier haben wir die Hinweise. Gucken wir uns die mal an. Ja, die sind recht groß. Könnt ihr euch jetzt also alle ganz kurz durchlesen. Ich hoffe, das habt ihr gerade alle getan. Wenn nicht, könnt ihr das Video anhalten und nochmal in Zeitlupe durchlesen. Denn wir packen jetzt weiter aus. Hier haben wir die zwei Ladegeräte, Netzgeräte. Einmal für die Babystation und einmal für die Elternstation. Die legen wir mal beiseite. Hier sehen wir auch nochmal eine Schlaufe, damit sich die Eltern das Elterngerät um den Hals binden können. Oder wenn ihr es einfach zusammenfaltet, auch einfach um den Arm, damit ihr es nicht verliert und das Baby immer schreien hört. Hoffentlich natürlich nicht schreien hört, aber wenn es schreit, hört ihr es. Hier haben wir dann noch die Dogging Station, in dem Fall für die Elternstation, sehen wir gleich noch. Hier haben wir dann nochmal so einen Gürtelclip, damit ihr euch das Babyphone an den Gürtel hängen könnt und auch so immer dabei haben könnt. So, dann haben wir hier die Babystation. Hier haben wir 6 Tasten. Die zeige ich euch auch gleich nochmal, wo ihr dann zum Beispiel auch Melodien abspielen könnt und vieles weitere. Dann haben wir hier die Elternstation mit einem kleinen Display. Und hier auch nochmal 4 Tasten. Hier haben wir natürlich auch noch übrigens eine Talk-Taste, was auch sehr lustig ist. Kann man auch gleich noch dazu. Sonst ist hier nichts mehr drin. Ich guck gerade mal da unten. Sieht da noch so geheimnisvoll aus. Also hier natürlich auch noch mit Handbüchern. Muss ich euch ja jetzt nicht groß zeigen. Oder ist da einfach nur ein zweiter Boden drin? Da ist tatsächlich nichts mehr drin. Naja. So viel dazu. Packen wir das jetzt hier erstmal wieder ein und legen das mal weg. Brauchen wir gerade nicht mehr. Und gucken wir uns zuerst mal die Babyeinheit an. So, hier haben wir die ganze Station schon. Hier haben wir eine kleine Antenne. Übrigens hat dieses Philips Babyphone eine Reichweite von unglaublichen 330 Metern. Sollte also auch für die größte Wohnung, ja vielleicht nicht für die größte, aber für alle mir bekannten Wohnungen vollkommen ausreichen, um Kontakt mit dem Baby zu haben. Hat auch 120 Kanäle. Das heißt, auch wenn euer Nachbar oder eure Nachbarn das gleiche Babyphone haben, könnt ihr natürlich auch über verschiedene Kanäle auch nur euer Kind schreien hören, damit euch da nicht die falschen Signale übermittelt werden. So, gucken wir uns das Ganze hier an. Hier haben wir natürlich auch noch, wenn ich das hier aufkriege, Platz für Batterien, die hier reinkommen. So kann man das sehen. Das Ganze machen wir jetzt zu. Dann können wir das hier aber natürlich auch noch über Strom bedienen. Und das machen wir jetzt. Ich schließe es kurz an und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt seht ihr hier ein langes weißes Kabel. Damit leuchtet hier auch schon das grüne Licht, das man jetzt hier im Schatten relativ gut sieht. Das Kabel, muss ich jetzt auch zugute halten, ist sehr lang. Das heißt, das Babyphone muss auch nicht direkt an irgendeiner Steckdose stehen, sondern kann auch irgendwo mitten im Raum stehen. Batterien sind leider nicht mitgeliefert, deshalb braucht man, wenn man keine Batterien im Haus hat, dieses Netzteil.
Gut, aber gucken wir uns das Babyphone einfach mal an. Dazu zoome ich hier ein bisschen rein. Wie gerade schon gezeigt, ist hier der On-Button beziehungsweise das Licht, dass es eingeschaltet ist. Hier hätten wir dann auch noch das Batterielicht, wenn wir es über Batterie betrieben hätten. Dann haben wir hier auch noch den Lichtschalter. Das kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen. Na, jetzt vielleicht so ein bisschen. Damit hat man dann ein bisschen Licht. Jetzt ist es ausgegangen. Jetzt mache ich es wieder an. So. Müsst ihr mir verzeihen, hier ist es sehr hell und da kann man das nicht gut sehen, aber ihr wisst, dass es da ist. So, was haben wir dann hier noch? Hier haben wir dann oben 5 Knöpfe. Hier haben wir einmal Laut- und Leiser-Knöpfe. Dann haben wir hier einen Knopf, um Melodien zu ändern. Das führe ich euch gerade mal vor. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, ihr seid jetzt noch nicht eingeschlafen und guckt mir immer noch zu. Also ist eine schöne Funktion, könnt ihr hier einfach draufklicken und euer Baby kann wohlbehutsam einschlafen und ihr müsst es nicht mal in den Schlaf singen. Hier könnt ihr dann auch noch auf Pause und Play drücken, dann spielt das einfach weiter. Und dann haben wir hier natürlich auch noch den Pager. Damit könnt ihr dann auch nochmal das Gerät ein- und ausschalten. Gut, hier oben haben wir dann natürlich auch nochmal den Ein- und Ausknopf. Gut, legen wir das Babyphone einmal weg und widmen wir uns dem Gerät für die Eltern. Das haben wir hier. Auch hier haben wir dann das Fach für die Batterien. Hier sind allerdings schon Batterien enthalten. Müsst sich hier einfach an diesem Plastikding ziehen, damit die Kontakte sich auch berühren. Damit sich die Batterien sonst auch nicht entladen. Und hier sehen wir es dann auch schon leuchten. Hier wird dann erst auch noch gefragt, ob Englisch. Ja, wie kann ich das jetzt verstellen? Ach, hier auf Deutsch. Okay. Keine Verbindung, dann schließe ich das doch gerade nochmal an. Habe ich gerade nämlich ausgemacht. Okay, jetzt bin ich auch noch aufs Licht gekommen. Ah, Licht können wir auch schalten. Jetzt übrigens sieht man auch das Licht hier. Ja, also ist auch gerade sehr lustig. Naja, gut, klicken wir auf OK. Und jetzt sehen wir hier auch schon die Temperatur, die sich jetzt im Raum befindet. Damit kann man natürlich auch die Temperatur des Kindes überprüfen, damit auch da immer die richtige Temperatur herrscht. Ihr seht es übrigens, während ich rede, leuchten hier die ganze Zeit diese blauen LEDs und die nehmen einfach wahr, wenn irgendwo sich Stimmen in der Nähe befinden und leuchten dann je nach Lautstärke. Ihr könnt dann hier auch noch auf Talk drücken. Hier und dann könnt ihr das Ganze benutzen wie in einem Walkie-Talkie und das Ganze kommt dann hier raus. Ist auch eine recht klare Stimme. Ich kann das jetzt natürlich nicht so gut vorführen, dass dann gleich ein Piepgeräusch gibt, wenn ich das zu nah ans Mikrofon halte. Hier hinten kommt es dann raus. Übrigens ist hier vorne auch noch das Mikrofon beim Babyphone und so könnt ihr dann auch noch aus einem externen Raum mit eurem Baby reden oder mit eurem Kind reden. Und müsst nicht extra in den Raum hineingehen. Hier könnt ihr dann natürlich auch noch die Lautstärke ändern, beziehungsweise die Lautstärke ausmachen. Und sonst gibt es hier nicht mehr viel. Wir können hier dann übrigens auch noch ins Menü gehen. Ja, das sieht man jetzt natürlich gar nicht, weil das jetzt unglaublich spiegelt. Jetzt vielleicht, ja. So, vielleicht. Jetzt können wir zum Beispiel hier das Licht. Ja, das kann ich jetzt auch nicht machen. Ich drücke jetzt einfach mal auf OK. Jetzt fragt er mich, ob wir das Licht einschalten wollen. Sagen wir mal, ja, das wollen wir. Und jetzt
ohne dass ich was gedrückt habe, leuchtet hier das Licht. Genauso könnt ihr das Licht natürlich wieder ausschalten. Dazu geht ihr wieder ins Menü, geht wieder bei Licht auf OK. Dann fragt ihr, ach, das gibt's doch nicht, immer mit diesem Rein- und Rauszoomen. Dann fragt ihr euch, ob ihr das Licht ausschalten wollt. Dann sagen wir, ja, wir wollen es ausschalten. Da das Baby schon eingeschlafen ist, braucht es kein Licht mehr. Und dann ist das Licht auch schon aus. So, weiter im Menü könnt ihr dann hier natürlich auch noch die Schlaflieder einschalten. Klickt ihr hier auch einfach auf OK. Sagen wir mal Lied 5. Es gibt ja 5 Lieder zur Auswahl. Oder wir können auch alles spielen lassen. Das wollen wir jetzt nicht. Wir machen einfach mal Lied 5. Klicken wir auf OK. Hier oben sehen wir dann noch das Musikzeichen, das gerade Musik spielt. Gut. Die Musik müssen wir uns jetzt aber auch nicht viel länger anhören. Klicken wir jetzt hier wieder auf Schlaflied. Okay, stopp. Und schon ist das Lied aus. Also wie ihr seht, ja, ich darf das wirklich nicht zu nah ranhalten. Wie ihr seht, ist das hier wirklich eine coole Funktion, dass ihr nicht immer an das Gerät hin müsst und immer noch alles bedienen könnt. So, was gibt es sonst noch? Wie gesagt, die LEDs informieren euch dann noch über die Geräusche. Dann könnt ihr alles hören, was in dem Raum eures Babys passiert. Und zusammenfassend gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist ein von der Übertragung her sehr stabiles Gerät, also es rauscht nicht, es ist ein sehr klarer Klang. Auch wenn ihr mit eurem Kind redet, hört sich das wirklich fast so an, als wenn ihr direkt neben ihm stehen würdet. Es ist sehr handlich. Ach Gott, ich schalte das andere jetzt einfach mal aus. Gut, kann ich jetzt so nicht ausschalten. Doch, jetzt ist es aus. Hier hinten könnt ihr natürlich auch noch die Schlaufe benutzen. Könnt ihr dann um euren Hals binden oder um euer Handgelenk und könnt damit auch, weiß ich nicht, eine Stunde in der Küche sitzen bleiben, ohne dass ihr irgendwas verpasst. Das Ganze können wir hier oben natürlich auch noch ausschalten. Ja, gut, keine Verbindung mehr. Und hier natürlich dann einfach reinstecken, um es aufzuladen. Gut, so viel zu diesem Babyphone. Ich hoffe, dieser kurze Einblick hat euch ein bisschen weitergebracht. Vielleicht könnt ihr jetzt eine bessere Kaufentscheidung treffen. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!